Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Na, sieht das nicht lecker aus? Hähnchenbrustfilet in einer leckeren Paprika-Pilzsoße aus dem Ofen. Wunderbar und ganz einfach gemacht. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Ich verwende 4 große Hähnchenbrustfilets. Dann habe ich hier 2, 4, 6, 7 mittelgroße Champignons, eine Knoblauchzehe, eine Tomate, eine mittelgroße Zwiebel. Dann habe ich hier 3 grüne Peperoni und 2 große rote Spitztomaten. Ein bisschen Petersilie werde ich zum Schluss für die Deko verwenden. Und auch ein bisschen in die Soße, kommt auch ein bisschen rein. Dann habe ich hier einen guten gehäuften Esslöffel Tomatenmark. Und das Hähnchen werde ich erstmal ein bisschen marinieren, deswegen habe ich hier auch schon was vorbereitet. Ich habe hier 2 gute Teelöffel rotes Paprikapulver, einen gehäuften Teelöffel Thymian, einen halben Teelöffel frisch gemahlener Pfeffer, einen halben Teelöffel Pulver, also Chiliflocken, Salz, ein gestrichener Teelöffel und ich habe hier meine selbstgemachte Ingwer-Knoblauchpaste. Wenn ihr die nicht habt, dann nehmt ihr einfach ein bisschen Ingwer gerieben oder Pulver und eine zerdrückte Knoblauchzehe. Und ich werde jetzt anfangen, indem ich das Hähnchen ein bisschen mariniere. Während das ein bisschen zieht, kann ich dann das Gemüse zubereiten. Die Marinade ist super einfach. Ich mache das auch direkt in einem großen Küchenbeutel. Und zwar kommen da direkt die Gewürze rein. Die hatte ich euch ja eben schon gezeigt. Kommen hier rein. Salz. Dann habe ich hier 2 Esslöffel Olivenöl. Und einen Esslöffel Joghurt und das Wasser, was sich auf dem Joghurt so ansammelt, das habe ich bewusst auch nochmal dazu getan. Das ist sogar gut, wenn das dabei ist. So, das kommt auch noch hier rein. Das rühre ich jetzt ein bisschen um. Und da kommt jetzt die Hähnchenbrust rein. Hier vorne kommt ein Clip dran und dann knete ich das schön. Gut kneten, dass alles gut mit der Marinade bedeckt ist. So, das kommt jetzt erstmal in den Kühlschrank und jetzt kann ich mich um das Gemüse kümmern. Bevor es in den Backofen kommt, werde ich das Gemüse ein bisschen anbraten. Dazu nehme ich jetzt erstmal ein bisschen Olivenöl und dünste ein bisschen die Zwiebeln. Dazu kommt jetzt die geschnittene Paprika, die grüne und die rote. Die Champignons. Da alles gleich nochmal in den Backofen kommt, muss das Gemüse auch gar nicht komplett gar sein. Deswegen gehe ich rasch weiter mit dem Anrösten und den weiteren Zutaten.
einen Esslöffel Tomatenmark. Pfeffer, Salz, Rübensalz und 2 Teelöffel Thymian. Die gehackte Tomate zusammen mit dem Knoblauch. Hier habe ich meine selbstgemachte Brühe, die friere ich immer ein, das war ungefähr so viel. Und den Rest habe ich mit Wasser aufgegossen, sodass es 200 ml Flüssigkeit ergibt. Jetzt habe ich hier einen Becher Creme Fraiche, ganz normal. Das kommt jetzt auch noch dazu. Das alles einmal aufkochen lassen und an dieser Stelle dann auch nochmal abschmecken. Wenn nötig, kann man noch ein bisschen Salz dazu tun. Ein bisschen Salz verträgt meins noch. Zum Schluss noch ein bisschen gehackte Petersilie. Und das ist jetzt soweit fertig. Jetzt kommt der nächste Schritt. Ich habe hier jetzt so eine ofenfeste Form. Die ist, glaube ich, 32 x 32. Ich bin mir nicht sicher. Ich verlinke sie euch unten. Und in die Form kommt jetzt die gesamte Soße. Und die Hähnchenstücke, die hatte ich ja mariniert. Die kommen jetzt hier auf die Soße drauf. Darauf tue ich jetzt noch ein bisschen Thymian. Und das Ganze kommt jetzt in den Backofen. Den Backofen hatte ich bereits vorgeheizt auf 180 Grad Ober-Unterhitze. Und da wird es schön drin garen und die genaue Backzeit, die sage ich euch dann nochmal im Anschluss. Dieses Hähnchengericht ist wirklich super lecker und sehr einfach zuzubereiten. Dazu kann man Reis oder Kartoffelmus servieren oder vielleicht sogar Nudeln, Bandnudeln könnte ich mir auch gut vorstellen. Oder vielleicht einfach nur mit einem Stückchen Baguette. Wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und das kleine Glöckchen zu aktivieren, damit ihr keine neuen Videos verpasst. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss bis zum nächsten Mal.